Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In diesem Video soll es um Sizilien gehen. Ich habe mit meinen beiden Jungs und zwei lieben Freunden einige Zeit auf Sizilien jetzt im Juli verbracht. Wir sind wieder zurück in Deutschland und eigentlich habe ich die Aufnahme für dieses Video schon in Sizilien abgedreht, aber ich habe dann bemerkt, dass der Ton sehr, sehr schlecht ist. Es war in der letzten Woche auf Sizilien sehr windig. Es war sehr angenehm, weil es ja auch sehr heiß war. Und dieser Wind brachte ein bisschen Abkühlung. Aber für die Tonaufnahmen war es eben nicht so förderlich. Und in diesem Video zeige ich euch unter anderem auch das Haus, was wir auf Sizilien gebucht haben, auch den Garten. Und da gibt es auch schon Außenaufnahmen, wo es ein bisschen windig ist. Dann zeige ich auch so ein bisschen meine Laufstrecke bzw. einen Blick auf das Meer. Da war es auch ein bisschen windig und da wollte ich euch als Zuschauer nicht überstrapazieren. Und deswegen habe ich mir eben überlegt, dass ich diesen Vorspann und einige Erläuterungen dann einfach nochmal zu Hause in Deutschland filme mit einer besseren Tonqualität. Es gab ja einige Nachfragen, als ich berichtete, dass wir hier auf Sizilien oder dass wir auf Sizilien einige Zeit verbringen werden. Das ist für mich so eine Art Auszeit nach längeren anstrengenden Monaten. Und da gab es natürlich auch die Frage, wo seid ihr denn? Habt ihr privat gebucht? Wie seid ihr da untergekommen? Und so weiter und so fort. Da habe ich mir gedacht, da werde ich das auf alle Fälle auch in einem Video abhandeln. Also wir haben ganz im Nordosten von Sizilien in Sparta ein kleines Haus gebucht. Also das Sparta ist ein kleinerer Ort, ganz nah am Meer. Wir haben wirklich ganz nah am Meer gewohnt, ganz im Nordosten der Insel. Und ich habe mich selbst nicht um die Unterkunft gekümmert, sondern unser lieber Freund Henry. Den kennt ihr sicherlich auch schon von einigen Videos. Den haben wir auch vor 2 Jahren auf Sardinien besucht. Und Henry ist auch seit Dezember unser Mitbewohner. Und Henry hat sich um die Unterkunft bemüht. Also man muss schon frühzeitig schauen. Wir haben über Airbnb gebucht und da gab es auch einige Missverständnisse, dass manche Preise nicht gestimmt haben oder dass das, was wir uns buchen wollten, die Häuser, dass die dann doch nicht zur Verfügung standen. Und dann hatten wir Glück und haben unser Haus in Sparta gefunden. Und ich glaube, wir haben um die 722 Euro für 4 Wochen bezahlt. Wir teilen das ja immer durch 3. Also ich war in Sparta mit meinen beiden Jungs Simon und Silas und mit 2 lieben Freunden. Den Henry habe ich ja schon erwähnt. Da war noch ein guter Freund von Henry dabei, der Malte. Den Malte kenne ich jetzt auch schon länger. Der war auch schon immer mal bei unseren Rohkost-Potlucks in Leipzig. Und letztes Jahr war ich schon mit Freunden, mit einer größeren Gruppe auf Sizilien. Und da war der Malte auch schon dabei. Also wir waren zu 5 auf Sizilien. Und haben alles, das Haus und auch das Auto, was wir für diesen Zeitraum gebucht haben, durch 3 geteilt. Und wenn man in Gruppen reist, dann kann man auch die Kosten sich teilen und dann wird es etwas günstiger. Also wir haben über Airbnb gebucht, sind privat untergekommen und wenn man früh genug bucht, dann kann man wirklich auch sehr günstige Unterkünfte bekommen. Und wenn man zu dritt, zu viert reist, dann teilt sich ja der Preis dann auch nochmal und man kann dann recht günstig im Süden Urlaub machen. Wie schon erwähnt, wir hatten ein Mietauto. Das ist für Sizilien wirklich am besten. Man ist mit einem Mietauto einfach flexibler. Man kann verschiedene Strände besuchen, verschiedene Städte besuchen, einfach flexibel Ausflüge machen und das hat sich auf alle Fälle gelohnt für uns. Aber Mietautos gerade so für 1, 2, 3, 4 Wochen sind schon recht preisintensiv, aber wie gesagt, wenn man sich da reinteilt, sind die Kosten schon überschaubar. So als erstes zeige ich euch das Haus von außen, den Garten, welches wir gebucht haben und dann gibt es auch noch die Innenansicht im Haus, sodass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie wir in Sizilien gewohnt haben. Hier ist das Haus, was wir in Sparta im Nordosten von Sizilien direkt am Meer für 4 Wochen gemietet haben. Ich schwenke mal hier nach unten. Da seht ihr, das Meer ist nicht weit. Wir haben auch ein Auto für diese 4 Wochen gemietet. Unsere beiden Freunde, der Henry und der Malte, die sind gerade nach Messina gefahren. Da gibt es eine Laufbahn, eine 400 Meter Laufbahn. Sie laufen ja auch jeden Tag längere Strecken und die sind heute mal mit dem Auto nach Messina gefahren. Und wir haben hier ein bisschen Sport am Haus gemacht und nutzen einfach die Zeit zum Entspannen. Also ihr seht ja auch schönen Pflanzen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist heute mal wieder ein bisschen windig. Das ist hier der Weg zum Haus. Ein Brunnen, der hier für die Bewässerung der Pflanzen im Garten verwendet oder genutzt wird. Eine Frau, die auch hier das Haus vermietet, die kümmert sich dann um die Pflanzen.
Ganz toll, wir haben hier eine Außendusche. Kann man auch warmes Wasser einstellen. Wir duschen aber meistens kalt, vor allem wenn wir Sport machen, dann schön kalt duschen oder nach dem Meerbaden das Salz und den Sand abspülen. Und man hat hier so eine wunderbare Aussicht. Kann man duschen und hat so einen wunderbaren Blick zum Meer. Das gehört ja auch alles noch mit zum Garten. Hier hinten Bäume, Wiese. Hier der Garten gehört auch noch zum Grundstück. Dann haben wir auch noch eine Wäscheleine. Es gibt hier auch eine Waschmaschine. Da können wir dann immer unsere Sachen waschen. Und hier ist die Terrasse mit einem runden Tisch und ein paar Stühlen. Ihr seht hier auch die Matratzen von Henry und Malte. Die schlafen nachts hier draußen auf der Terrasse. Hier habe ich mir auch gerade eine größere Decke hingelegt. Ich habe gerade auch ein bisschen Sport gemacht, ein paar Kräftigungsübungen. Und das hier ist dann der Eingang zum Haus. Und wie es drin aussieht, das zeige ich euch jetzt. Wenn man ins Haus reinkommt, ist hier zuerst die Küche. Gibt es auch einen Gasherd, einen Backofen, einen Geschirrspüler, den wir nie brauchen. Den Gasherd verwenden wir nur am Abend. Da koche ich für die Jungs Kartoffeln oder grüne Bohnen, Erbsen, Blumenkohl. Es gibt auch mal Bratkartoffeln oder wir hatten jetzt auch zweimal Nudeln, Kamut-Nudeln aus dem Bioladen. Also wie gesagt, den Geschirrspüler verwenden wir überhaupt nicht. Wir spülen dann alles mit der Hand. Hier gibt es auch einen Kühlschrank. Ich zeige euch mal, wie so ein Kühlschrank bei Rohköstlern aussieht. Salate, Melone, noch mehr Salate, Trauben. Das ist eine Kumquat-Marmelade, die ihr hier seht. Die haben wir gestern auf der Permakulturfarm gekauft. Hier unten ist noch eine ganz große Melone. Hier noch ein bisschen Portulak und Knoblauch. Gibt es noch mehr Salate und Orangen. Das hier ist die Ecke von Malte. Der hat hier Gurken, Kiwi, Äpfel, eine Kochbanane und noch mehr Gurken und Trauben. Genau, das ist der Tisch. Ah, hier gibt es auch noch Feigen und Tomaten, noch eine Orange. Das ist jetzt hier die Küche. Hier gibt es noch Beeren und einige Früchte von der Permakulturfarm. Hier noch ein bisschen Toast, das ist glaube ich Dinkeltoast. Haben auch im Bioladen gekauft für die Jungs und hier noch viel mehr Gurken. Das hier ist unsere Ecke, Wasser, Ananas, die haben wir ganz günstig auf dem Markt bekommen. Noch eine riesige Wassermelone, die wir jetzt in den nächsten zwei Tagen noch aufbrauchen müssen, weil sie auch bald wieder zurück nach Deutschland geht. Gurken, Limette, noch ganz viele Kartoffeln. Ich glaube, hier sind noch Aprikosen drin und hier kleine Tomaten. Dann haben wir noch ein paar Mandeln, die ich für die Jungs gekauft habe. Und hier ist, glaube ich, noch in der Tüte getrockneter Oregano. Genau. Weiter geht's. Hier ist so ein kleiner Flur. Hier geht's ins Wohnzimmer. Das nutzen wir kaum. Manchmal sitze ich hier am Abend und mache etwas am MacBook. Hier gibt es auch ein kleines Trainiergerät, so für die Fitness, aber wir gehen ja eh draußen laufen. Dann machen wir hier schön das Fenster auf. Da gibt es auch Fliegengitter, das ist jetzt nach oben gezogen. Genau, da kann man auch abends hier bei auf dem Fenster sitzen mit Licht an. Genau, und hier sind die Sachen vom Henry. Ach so, ganz vergessen, hier gibt es noch eine Treppe nach oben. Da gibt es noch einen Raum und eine Toilette. Da gehe ich jetzt aber nicht hoch, weil wir das gar nicht nutzen. Oben das Zimmer ist von Malte. Und das ist auch ein kleines Bad und das ist eigentlich auch unser Gästezimmer. Wir hatten ja schon zweimal liebe Freunde aus Nikosia zu Besuch, die haben dann oben geschlafen. Genau, hier ist auch noch so eine Art Besucherbett und hier eine Matratze. Mit der hat Simon jetzt letzte Nacht draußen geschlafen. Genau, weiter geht's. Hier gibt es noch ein Bad, ein größeres Bad, Waschbecken, Toilette, Dusche und eine Waschmaschine. Jetzt gehen wir in unser Zimmer. Hier gibt es ein Doppelbett. Hier schlafen die Jungs. Ich habe am Anfang hier unten auf dem Boden auf einer Decke geschlafen, aber Silas war dann so unruhig und hat immer nach mir gerufen und dann habe ich mich einfach mit hoch ins Bett gelegt und hat er viel ruhiger geschlafen. Simon hat heute Nacht draußen geschlafen, da hatten wir ein bisschen mehr Platz und wenn ich dann ganz früh am Morgen aufwache, dann lege ich mich einfach wieder auf den Boden, weil ich einfach sehr gerne
hat auf dem Boden Schlafe. Genau, das ist jetzt hier das Zimmer und das war es jetzt auch schon mit der kleinen Führung durch das Haus. Die Jungs haben hier gerade Toast, Dinkeltoast gegessen mit Mandarinenmarmelade, die wir auch auf der Permakulturfarm gekauft haben. Die Gegend um Sparta ist wirklich wundervoll. Wir haben uns da sehr, sehr wohl gefühlt. Es ist auch eher eine ruhige Ecke. Wir haben sehr ruhig gelebt, sehr nah am Meer. War auch immer ein bisschen in Lüftchen. Wir hatten auch von unserem Haus immer mal so einen Blick aufs Meer. Es war wirklich fantastisch. Und wir haben alle diese Auszeit genossen. Wir haben die Gemeinschaft genossen, die Natur genossen, das Baden im Meer genossen. Wir haben schöne Ausflüge gemacht. Es war wirklich wunderbar. Und ich habe es auch sehr genossen, wieder viel, viel Zeit für meine Jungs zu haben. Was mir auch sehr, sehr gut getan hat auf Sizilien, hatte ja meine Laufsachen dabei, ich bin wieder regelmäßig gelaufen. Ich liebe es, Berge hochzulaufen und da gab es auch eine wundervolle Strecke an der Nähe unseres Hauses, wo ich dann regelmäßig gelaufen bin. Henry und Malte sind ja richtige Läufer, die laufen dann auch mal 1-2 Stunden, sind auch manchmal am Haus gelaufen, manchmal sind sie mit dem Auto irgendwo hingefahren, sind im Wald gelaufen, am Strand gelaufen. Und das hat uns alle motiviert. Mein Jüngster, der Silas, ist dann einfach mitgelaufen und er war so begeistert, dass wir ihm dann auch dort auf Sizilien Laufsachen gekauft haben, dass er ein bisschen besser ausgerüstet ist für die sportliche Betätigung. Und ich zeige euch jetzt mal ein Stück meiner Laufstrecke. Das ist eine Aufnahme, die ich dann letzte Woche haben wir die gemacht, in den letzten Tagen, bevor es wieder zurück nach Deutschland ging, möchte ich euch einfach mal noch so mit so ein paar Impressionen mit euch teilen von meiner Laufstrecke und was ich da so vor ein paar Tagen dazu zu sagen hatte. Los geht's. Also ihr seht, das ist eine ziemliche Ansteigung, gerade der Berg hier runter. Das ist ein Teil einer Laufstrecke, die ich hier auf Sizilien in Sparta regelmäßig laufe, so alle paar Tage, dann gibt es 1-2 Tage Pause. Dann laufe ich diese Strecke wieder und es ist eine geniale Runde. Ich bin ein bisschen außer Atem. Bin jetzt hier ein paar Mal hoch, also zumindest hochgesprintet. Und es gibt hier eine wunderbare Runde durch das Dorf mit einer ziemlichen Ansteigung, also diese steile Straße, die geht bis runter, so eine richtige Verkehrsstraße und führt ungefähr 600, 700 Meter steil rauf und dann gibt es eine flache Runde, also eine flache Strecke, dann geht es wieder hinten runter und dann wieder hoch und ich liebe es, Berge hochzulaufen, vor allem hoch zu sprinten. Ich fühle mich danach immer so, wie soll ich sagen, so genährt, also das erfüllt mich einfach und das Wundervolle an der Strecke ist, je höher man läuft und dann zurückschaut, ihr seht es vielleicht, da hat man so einen wunderschönen Ausblick und ich liebe das einfach, so eine schöne Belohnung, wenn man dann so hier, manchmal laufe ich auch nur den Berg hoch, laufe ganz runter zur Straße, laufe bis ganz hoch und ich liebe es einfach, diese Anstrengung zu spüren und trotzdem mit so einer Leichtigkeit auch hochzulaufen und dann drehe ich mich ganz oben um und genieße einfach die wunderbare Aussicht. Wir gehen jetzt mal noch ein Stück weiter hoch und dann zeige ich euch mal die Aussicht, die ich dann immer nach so einem Berghochlauf genießen kann. So, jetzt sind wir noch ein kleines Stück weiter hochgelaufen. Ich liebe es auch immer, den Berg so ganz kleines Stück so ein bisschen zu sprinten, ein paar Sekunden, dann wieder langsamer, weiter zu sprinten. Das ist so kraftvoll. Mehr anders kann ich das gar nicht beschreiben. Und jetzt seht ihr auch hier die wundervolle Aussicht, die man hat. Es geht noch ein kleines Stück weiter höher und die Luft ist hier auch sehr, sehr gut. Und gerade beim Laufen, wenn mehr Sauerstoff eingeatmet wird und durch das ganze System geht, ist natürlich viel besser, wenn es wirklich richtig, richtig gute Luft ist. So, jetzt geht es wieder nach unten und jetzt ist Entspannung angesagt. Ich wollte euch noch kurz meine Laufschuhe zeigen. Das sind Barfußschuhe, Five Fingers. Wunderbare Laufschuhe. Also ich laufe darin, wie sagt man, die passen wie angegossen. Also ich laufe da auch immer ohne Socken drin und ich habe nicht ein einziges Mal ein Drücken gespürt oder mir Blasen eingelaufen. Wundervolle Schuhe. Kann man gut auf Asphalt laufen, auf Waldboden laufen. Also wunderbar. Also wer Schuhe sucht zum Joggen oder auch so für die Freizeit, kann ich empfehlen. Ich verwende die Schuhe seit über einem Jahr und bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Wer sich für die Schuhe interessiert, ich setze euch den Link unten in die Infobox. Noch ein kleiner Nachtrag zum Laufen in Barfußschuhen. Ich laufe natürlich auch immer im Ballengang. Ich komme immer nur mit dem Vorderballen auf. Also ich laufe immer dann so. Ich komme dann immer so auf und dann setze ich kurz ab. Also so läuft man dann mit den Barfußschuhen. Die Barfußschuhe, die haben ja keine Dämpfung wie die meisten Sportschuhe.
Und deswegen ist es besser für die Gelenke, für die Knie, einfach unseren natürlichen Stoßdämpfer zu nutzen. Das ist unser Vorderballen, also hier über diesen Teil des Fußes zu laufen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wenn man ein bisschen geübt hat, man darf natürlich nicht gleich 5 Kilometer nur im Ballengang oder im Vorderfußlauf joggen. Das könnte dann auch auf die Gelenke gehen oder man bekommt dann hier in den Waden Muskelkater. Also alles Schritt für Schritt und langsam mit Barfußschuhen im Ballengang joggen. Letztes Jahr war ich mit lieben Freunden, unter anderem auch mit dem Malte, der jetzt auch wieder dabei war, schon in Sizilien. Wir waren eine Woche in Nikosia und haben den Einschuss Klato und die Tora Sattler besucht. Diese beiden kannten wir schon einige Jahre über Facebook. Sie sind auch Pioniere so in der Rohkostbewegung. Gerade Einschuss Klato hat viele Informationen, viele wichtige Informationen über den Rohkostreinigungsweg gesammelt. Sehr, sehr spannende Informationen. Und es war letztes Jahr wundervoll, die beiden zu besuchen. Die haben dort auch Grundstücke, betreiben da auch oder gehen in die Richtung Selbstversorgung, haben viele Bäume gepflanzt, Sträucher, bauen viele ihre Lebensmittel selbst an. Und es war fantastisch, letztes Jahr diese Grundstücke zu sehen und was daraus gewachsen ist. Wir haben das ja schon immer mal auf Facebook verfolgt. Und dieses Jahr haben wir uns das weiter angeschaut. Also ich war ja letztes Jahr schon da mit Malte und dieses Jahr haben wir dann gesehen, was da noch weiter daraus gewachsen ist. Die Tora baut zum Beispiel auch ein Steinhaus und es war wunderschön zu sehen, wie es da vorangeht auf ihrem Grundstück. Und man kann übrigens für die Tora auch Baumpatenschaften übernehmen. Es stehen schon auf ihrem Grundstück ganz viele kleine Bäumchen, Feigenbaum, Maulbeerbaum, Orangenbäumchen, also verschiedene Okaki-Bäumchen, ich kriege das jetzt gar nicht mehr alles zusammen, aber viele Fruchtbäume, da kann man die Patenschaft übernehmen für wenig Geld und sie pflanzt dann Bäume auf ihr Grundstück und da gibt es auch immer so schöne Schilder, wo sie immer sagt Danke und dann immer die Namen. Sie schickt dann auch den Menschen, die eine Baumpatenschaft übernehmen, dann ein Foto und da sieht man den Baum und da gibt es dieses Dankeschild und das ist über das ganze Grundstück verteilt und das ist sehr, sehr schön. Wenn ihr daran Interesse habt und die Tora unterstützen möchtet, dann setze ich euch den Link dazu unten in die Infobox, da könnt ihr mit der Tora Kontakt aufnehmen. Also wir haben die Zeit mit den beiden, beziehungsweise auch mit dem Sohn, das waren ja drei, der Einschaus, die Tora und der Manuel, der Sohn, der jüngste Sohn von der Tora, haben wir wirklich eine wundervolle Zeit verbracht in Nikosia. Und die drei haben uns dann auch zweimal in Sparta besucht mit Übernachtung. Da hatten wir wirklich richtig eine schöne Zeit zusammen, waren auch zusammen am Meer. Wir waren auch mal in Catania zusammen auf so einem großen Obst- und Gemüsemarkt. Da habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht, ein paar Videoaufnahmen. Das werde ich dann aber in einem anderen Video euch dann nochmal vorstellen. Das war wirklich eine wundervolle Zeit. Wir haben uns über viele Themen ausgetauscht, auch privatere Themen. Und es ist einfach schön in so einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Und das Tolle, was wir diesmal erlebt haben mit dem Einschoss war 92-93 Vize-Weltmeister im Step-Tanz. Und ich habe das immer schon bewundert. Er hatte dann schon immer mal auf Facebook oder YouTube so kleine Videos eingestellt und hat dann einfach Step-Tanz praktiziert. Mich hat das schon als Kind begeistert. Ich wollte das auch immer mal irgendwann lernen. Und dann kam es eben ganz spontan zu so einer Trainingssession sozusagen, wo er uns was vorgeführt hat und wir so Basisschritte gelernt haben. Und das war auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Wenn wir dann mal wieder nach Sizilien reisen in den nächsten Jahren, vielleicht auch nächstes Jahr, dann werden wir das Training einfach fortführen. Ich zeige euch jetzt einen kleinen Ausschnitt, wie der Einschoss trainiert oder wie er sich so bewegt, wirklich für das Alter. Fantastisch, eine Leichtigkeit. Das ist wirklich wunderbar. Man hat das Gefühl, er schwebt. Ich werde aber schätzungsweise nochmal ein separates Video machen. Er hat auch dann für uns so die Schritte ganz langsam gezeigt, dass wir das später auch nochmal üben können zu Hause. Und dann denke ich mir, vielleicht hat doch der ein oder andere Interesse, ein bisschen Step-Tanz, so die Basics zu lernen. Deswegen werde ich da nochmal ein separates Video hochladen, noch mit ein paar anderen Impressionen als das, was ihr jetzt seht. Jetzt erstmal, es geht glaube ich 30 Sekunden, ein Step-Tanz mit Einschuss Klato. Los geht's.
Wir alle fünf waren total vom Meer fasziniert. Sizilien hat wirklich wundervolle Strände und auch ist die Luft am Meer sehr, sehr gut. Und es hat wirklich was, am Meer zu stehen, die Luft tief einzuatmen, das intensive Blau zu genießen, die Weite zu genießen, das Meeresrauschen zu genießen und natürlich auch das Schwimmen, das in diesem erfrischenden Wasser zu genießen, gerade wenn es sehr heiß ist, sehr warm ist. Und das haben wir alle sehr, sehr genossen, vor allem auch die Jungs. Den haben wir dann irgendwann Taucherbrillen gekauft und mein Ältester, der Simon, ist überhaupt nicht mehr aus dem Wasser gekommen. Waren wir 2 Stunden am Strand, war er 2 Stunden im Wasser, waren wir 3 Stunden am Strand, war er 3 Stunden im Wasser, war so fasziniert von der Unterwasserwelt. Und es war einfach wundervoll zu sehen. Jetzt zum Schluss des Videos gibt es noch einige Impressionen von Stränden auf Sizilien. Los geht's! Zu meinem nur noch eine Mahlzeit am Tag essen Experiment ist noch ein weiteres Experiment dazu gekommen. Seit 1. Juli ernähre ich mich schleimfrei nach Arnold Ehret, schleimfreie Heilkost. Wieder mal ein Experiment. Werden wir mal schauen, was passiert, wenn ich mich über einen längeren Zeitraum schleimfrei ernähre. Es gibt auf alle Fälle dazu von mir noch ein Update. Es gibt auch auf alle Fälle noch ein Video vegan auf Sizilien. Da haben mich auch einige gefragt, wie ist es denn, kann man sich auf Sizilien gut vegan ernähren? Und ich denke, dass ich in diesem Teil auch unseren Ausflug zu einer Permakulturfarm mit hinzufügen werde. Das war auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung, auch welche Früchte da wachsen. Und dann habe ich noch ein Video für euch, wo ich euch einige Orte, einige Sehenswürdigkeiten oder beziehungsweise schöne Städte vorstelle, so im Nordosten, die wir besucht haben, wo ich sage, das lohnt sich auf alle Fälle, wenn man mal auf Sizilien verweilt. Und dann, wie schon erwähnt, wird es noch ein Step-Tanz-Video geben. Aber es hat jetzt in dem Sinne nicht so viel mit Sizilien zu tun, aber die Aufnahmen habe ich eben da auf Sizilien gemacht. Das war es erstmal von mir.
Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bis bald, eure Silke.